Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Film von Nico Pflanzenforscher. Heute werden wir diese große Pflanze, die hier ist, die mit diesen riesen Blättern, die Zwergtamarille aus Südamerika, heute werden wir sie rausnehmen. Ja. Und das wird kein leichter Spaziergang, weil ich muss ja noch einige Vorbereitungen treffen, bevor ich das machen kann. Ich hatte, wie man hier sehen kann, keine Zeit gehabt, das sauber zu machen, weil ich bei den Imker wieder unterwegs war. Aber das hat der Imker hat damit überhaupt nichts zu tun, ich wollte es so. Aber die eine werde ich jetzt auspflanzen aus vollem Grund, weil die nicht winterfest ist. Die kommt aus Südamerika. Bei 25 Grad plus und das im ganze Jahr über. Na gut, dann mal kurz mal Pause. So, wie man da erkennen kann, sehen wir einen Sack Erde, den Eimer und den Spaten, den ich daneben hingestochen habe. Und jetzt widmen wir uns der Pflanze beim Ausbuddeln. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Wenn nicht, dann muss ich das näher ranbringen, auch wenn die Qualität nicht so gut ist. Aber ich werde alles erstmal nutzen, soweit ich kann. Hier, es geht genau um diese Nachbarpflanze, diese große mit den großen Blättern da. Hier, es geht um diese hier. Das ist ein absolutes Prachtexemplar. Die ist riesengroß, die ist da geworden. Das war so eine kleine Pflanze, wenn ich mich daran noch erinnere. Jetzt stechen wir sie ab. Sie ist tief eingewurzelt hier, einen kräftigen Wurzelbalken. Physalis ist dieses Jahr wie Unkraut gewachsen hier, also hier ist alles voller Physalis. Aber jetzt ist ein entscheidender die Pflanze ausgebuddelt. Und sie ist mächtig gewurzelt, mächtig. Das wird kein leichtes Spiel, Leute, aber diese Pflanze muss jetzt in die Winterquartier gebracht werden. Ich würde mal fast sagen, das ist Wahnsinn. Dieser Wurzelbein, der ist enorm. Für so eine kleine Pflanze ist das wirklich enorm. Das ist einfach nur der absolute Wahnsinn. Das nenne ich, das ist wirklich eine Heidenarbeit, kann ich euch wirklich sagen. Ja. Aber gleich haben wir sie. Das dauert nicht mehr lange, die Nase schon. Das ist zwar nicht angenehm, aber ist super lecker. Die Früchte sind super gut. Ich kann aber noch nicht sagen, wo genau die Hauptwurzel ist. Das werden wir gleich erfahren, wo die Hauptwurzel sitzt. Das ist mal ein Monster, den kann ich euch sagen. Das ist wirklich eine Monsterpflanze. Und
Beste ist, der Topf ist genau optimal so groß, der Topf auf der Seite. Für die Pflanze ist aber das Volumen der Pflanze, die Größe der Blätter, das ist doch beachtlich, oder? Also das ist doch wirklich die Größe. Also ich bin wirklich sehr zufrieden, wie die sich entwickelt hat dieses Jahr. Das war so eine kleine Pflanze, so klein. Und jetzt ist sie so groß. Also wenn das kein beachtliches Ding ist, der Wurzelballen ist genauso groß wie die Pflanze. Guckt euch mal diese Pflanze an. Das ist enorm. Ja. Also die ist wirklich riesengroß. Irgendwie ist das auch zu lachen, wie groß. Also das ist ja wirklich... Also besser geht's gar nicht mehr, also wirklich. Also ich bin sehr begeistert. Jetzt ist das hier die Fruchtstände der Zwergtamarillo. Sie kann sich zwar nicht heilen, das stimmt. Zwergtamarillo abzuschneiden, damit die Pflanze keine unnötige Energie verliert. Ja. Und ich werde auch ein paar Blätter abschneiden müssen, weil das geht nicht anders. Ja. Die Pflanze ist viel zu schwer sonst. Ja. Gut. Ich muss gerade, weil ich die Pflanze festhalten muss. Habe ich hier auch noch ein Wespendrohnen in der Hand. Oh. Wahnsinn. Die ist tatsächlich genau volle 2 Meter hoch geworden. Volle 2. Und hier habe ich ein Wespendrohnen in der Hand. Das war jetzt nicht geplant. Der war schon vorher auf der Pflanze drauf. Jetzt heißt es, die Pflanze rein in den Topf zu bringen, ja. Dafür füllen wir jetzt den Eimer ungefähr zur Hälfte mit Erde. Ja, jetzt wird aufgestochen der Sack, damit die Erde erstmal da reinkommen kann. Ja. Das wird mächtig, das wird dieses Jahr wirklich mächtig zu überwinden. Das wird schon ein hartes Spiel. Ein sehr hartes Spiel, kann ich fast sagen. Das ist enorm. Dieser Ballen, ja. So, jetzt muss ein passender Tipp her. Der Wurzelteller muss geschnitten werden. Ja. Dann mache ich kurz mal eine Pause. Der Wurzelteller muss geschnitten werden, sonst passt die Pflanze nicht rein. So, besser riecht die Pflanze erstmal nicht rein. Ich muss den Wurzelteller, ich habe gerade keine Schere mit bei, ich mache das gerade provisorisch anders. Ja.
gerade noch so auf dem Feld. Also was die... So, die sitzt, jetzt wird sie noch beschnitten. Das ist ein mächtiges Ding, das kann ich sagen, das ist Wahnsinn. Die liegt nur noch ein Blattschnitt oben, also weiter kann ich nicht mehr wachsen. Das ist so Wahnsinn. Also, ich habe das kurz mal weiterlaufen lassen und jetzt zeige ich es mal kurz von nah nochmal. So, ist das nicht eine prachtvolle... Allein der Stamm, das sieht alles nur so klein aus, auf dem Video ist es aber nicht. Ob es 300 Dings da hat oder noch was, ist mir gerade wurscht, ja. Das ist enorm. Und ich muss jetzt noch was machen, ja. Muss jetzt noch was schneiden. Ja. Also wenn euch dieses tolle Video über die Umtopfaktion in das Winterquartier oder besser gesagt, dieses Werk Tamarillo umzutopfen in ihr Winterquartier, desto mehr Daumen und Likes oder beides lasst da. Und abonniert den Kanal kräftig, weil diese Aktion ist Wahnsinn. Ja. Also das nenne ich mal wirklich definitiv nochmal ein Schnitt, der sich seines Erachtens... Also die ist genauso groß geworden, wie ich es mir erträumt habe, also definitiv. So, gut, dann bis zum nächsten Mal, euer Nico Platzforscher. Ja.